Willkommen in Schuppenjäger. Heute bin ich wieder beim Maränenangeln. Jetzt ist ja, Wetterbedingungen sind so immer zu wenig Wind zurzeit. Ja, ich wieder mit meinem Lieblingsschwimmer, mit dem Maränencatcher oder ja, von Webster, wie auch immer. Ein bisschen Schleichwerbung machen ist immer gut. Die Jungs in Österreich sollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Von dem her. Also, ich habe hier einen wunderschönen Schwimmer, kompakt, klein, kann es ordentlich rausfeuern. Passt alles soweit, bloß ich habe halt zu wenig Wind. Problemlösung zeige ich euch jetzt. Manche machen hier oben nochmal einen Bupsel dran, dann ist eben der untere Körper zu schwer. Also für die Firma von Webster, den untere Schwimmerkörper hier unten dürft ihr gerne wirklich größer machen. Vielleicht auch ein bisschen zugspitzt, dass der auch besser fliegt. So hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Ja, einfach das, was man hat, vielleicht eventuell noch verbessern. Das ist ja immer gut, finde ich, dass man auch die, ja, die Masse erreicht. Und ja, im Endeffekt gibt es da einen Trick. Ihr wisst ja, auch auf Arbeit oder so, wenn man sich da ein Stück Panzertape ums Feuerzeug oder wickelt, dann ist das immer gut. Das heißt, ich habe zu wenig Wind. Den Restwind möchte ich aber auch ausnutzen. Darum habe ich ein Panzertape und ruckzuck baue ich mir aus dem Rankencatcher hier. Manche sagen Segelpose. Und sowas baue ich mir dann kurzerhand am Gewässer dann zusammen. So. So, der erste Flügel wäre. Manche machen vier Flügel, ich mache bloß drei, dass halt von jeder Seite Wind drauf gehen kann und dass eben der Wind eine Angriffsfläche hat, dass diese kleine Pose bei so wenig Wind doch trotzdem verführerisch da draußen wackelt oder unsere Nymphen verführerisch zum Wackeln bringt, besser gesagt, und denen Leben eintaucht. Und das ist auch nicht irgendwie, dass man unbedingt alle gleich groß machen muss, soll, wie auch immer. Da gibt es keine Ding. Das ist bloß, ja, muss jeder selber für sich entscheiden, wie das aussehen muss oder. Ich mache das so, dass es für mich sehr schön aussieht. Und ja, manche wird es wahrscheinlich nicht so toll aussehen, aber das ist mir egal. Da geht es nicht ums Aussehen, da geht es wirklich um die Funktionalität, dass man hier so eine Pose hat, die wo im Wind doch schon die Nymphen unten doch in Bewegung setzt. Ah doch, ich mache doch vier. Ich mache doch vier. Vier kleine Segelchen dran. Jetzt geht ein bisschen mehr Wind. So ist halt ein bisschen Friemerei hier. Aber so, dann habe ich hier die Flügel. So. Und natürlich immer eine Schere dabei haben, am besten beim Renken, Angeln. Und dann kann man sich das zurechtschneiden. Den Müll natürlich bitte immer mitnehmen, Leute. Ich will es nicht immer und immer wieder sagen. Genau. Sieht gut aus. Jo, das passt. Okay, unten. Ich mache es halt gerne mal unten wie ein Dartpfeil. Ihr seht, das ist wie beim Dartpfeil unten ein bisschen zugespitzt, dass das sich wie ein Propeller in der Luft dreht und dann fliegt das halt schon weiter und dann kann der Wind eben da auch angreifen. Und das habe ich schon mal erzählt. Wegen dem habe ich am Blei unten auch einen Speedwirbel, einen Dreierwirbel, dass es euch die Schnur eben nicht voll verdreht, sondern das Wackeln halt bis nach unten geführt wird. Da könnte man ein bisschen zuspitzen. So.
so. Einen kleinen. Ja. So, alles aufräumen schon. Und so sieht es aus. Genau. Zwei große Flächen, zwei kleinere. Das wird sich sowieso immer so hindrehen, dass die kleineren greifen. Aber das reicht schon bei wirklich geringem Wind, dass die Nymphen halt ja, da unten zappeln, Lambada tanzen, wie auch immer, uns zu Fisch bringen. Oder ja. Genau. Das kann ich euch im heutigen Tag, im heutigen Video empfehlen. Liken ist erlaubt, kommentieren ist erlaubt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert habt ihr ja. Bis die Tage. Ich bringe das jetzt aus und hoffe mal, dass ich wieder so eine schöne Marine komme. Also, Tipp des Tages, weiterzählen. Ciao.